Nervös Kanadamarkt. Wir sehen das hier beim Nasdaq auf Minutenchart. Okay, das ist natürlich immer so eine Geschichte. Aber immer noch im übergeordneten eine ganz klare Richtung. Und die geht in welche Richtung? Na klar, nach oben. Wir sehen das. Überhaupt keine Schwäche zu erkennen. Im Gegenteil, es ist weiterhin sehr, sehr schön stabil, was der Markt hier eben fabriziert. Allen Überlegungen nach unten zum Trotz. Und da sehen wir, wie wichtig es ist, wirklich das nur zu handeln, was der Markt auch wirklich bringt und nicht eine Idee mit Blase oder mit, na, das müsste doch jetzt eigentlich oder sonst irgendwas. Der Markt entscheidet, was gespielt wird, und wir als Händler machen da tapfer mit. Also, wir sehen das, Nasdaq immer noch stark. Wechseln wir mal kurz auf die Kollegen, dann sehen wir, dass auch der S&P 500 im Future jetzt hier zumindest mal sichtbar auf jeden Fall immer noch stark ist. Und wir sehen, dass auch der Dow Jones stark ist. Vom DAX müssen wir eigentlich fast gar nicht mehr reden, denn der ist ja ebenfalls heute schon mit einem Gap nach oben. Allerdings hat er dann auch danach nicht mehr wirklich was gekonnt. Also da sehen wir schon, das ist dann eine relativ harmlose Geschichte gewesen, was er danach noch fabriziert hat. Aber vielleicht gibt es aus dem amerikanischen Markt noch mal den einen oder anderen Impuls, die den Markt weiter nach oben da treibt. Tja, kann man doch eigentlich nur sagen, kaufen oder etwa nicht. Na gut, so einfach ist es vielleicht auf den ersten Blick, aber wie sieht es im Übergeordneten denn aus? Wie lassen sich diese beiden Bilder denn vereinbaren? Für mich ist es immer interessant, in welche Richtung ist die starke Richtung, und die ist eben noch mehrheitlich jetzt hier aktuell nach oben. Und diese Abwärtsbewegung beispielsweise, die sieht noch einigermaßen schwach aus. Das heißt, wir haben tatsächlich auch aus dieser Richtung nochmal die Chance auf die eine erneute Fortsetzung. Fortsetzungstrades bieten immer einen kleinen Nachteil, weil man nicht weiß, wie weit das nächste Ziel ist. Das ist ein bisschen Augen zu und durch, sprich einfach mal eine Position eröffnen. Und dann aber im Zweifelsfall mit einem Trailing Stop operieren und sagen, naja gut, was soll schon passieren? Hoffentlich denn zumindest mal. Aber wenn wir hier im 15-Minuten-Chart oder 5 Minuten in dem Fall hier gucken, sehen wir, naja, stark ist es noch nach oben, aber ebenfalls auch wechselhaft. Okay, das ist halt zum Börsenbeginn aktuell, weil wir eben sehen, da wird nicht der Ball sofort aufgegriffen und zack, jetzt wird gerannt. Das wird sich dann wohl im Nachgang noch geben. Also echte Schwäche ist überhaupt nicht zu erkennen, deshalb die bullische Seite weiterhin die maßgebliche. Shorts zum Beispiel, wie wir das ja gestern mit unserem Dow in der Überlegung hatten, zwischenzeitlich eben ein Interimsgeschäft. Also für zwischendurch mal der Versuch da, das nochmal mitzumachen. Wer den Trade des Tages verfolgt, hat das ja ein bisschen noch nachvollzogen oder mitbekommen. Der Markt ist auch nach unten gegangen, ist allerdings nicht bis zum Ziel gekommen, hat dann im Trailing Stop irgendwann. Ich muss gestehen, ich weiß schon gar nicht mehr, war das Plus? Ich glaube, ein kleines Plus gab es dann bei der ganzen Geschichte, aber richtig, der Burner war es dann auch nicht zugegeben. Aber es war eben eine Chance, die einen recht guten Gedanken hatte, dass das dann auch tatsächlich zumindest mal positiv dann eben wird. So, und jetzt müssen wir mal schauen, was der Markt jetzt heute uns Intraday bietet. Das werden wir sicherlich natürlich uns angucken, wer bei Born for Trading schon angemeldet ist. Leute, es ist kostenfrei. Wer will, kann sich da ja mal einschalten und bekommt dann eine Nachricht gegebenenfalls aufs Smartphone oder eben beim Trade des Tages mit dabei sein. Auch das ist kostenfrei. Dort stellen wir eben, so wie wir gestern unseren Dow Trade dort vorgestellt haben, immer wieder Trading-Situationen vor. Das kann mal eine Aktie sein, das kann mal was Übergeordnetes, es kann mal was Kurzfristiges sein. Einerseits, um eine konkrete, mit unseren Ein- und Ausstiegsmarken versehene Idee zu bekommen, aber eben auch gegebenenfalls, um ein bisschen Ideen, wie gucken die auf den Markt, was machen die da? Also da ist für alle ein bisschen was mit dabei. In diesem Sinne sind wir mal gespannt, wann der Dreh tatsächlich kommt. Übergeordnet nichts Neues, der Markt verliert den Schwung, aber im Kleinen sieht das immer noch eben auf der Long-Seite wohl besser aus. Wir warten alle gespannt, bis die ersten deutlichen Bewegungen nach unten gehen, dass wir dann mal ein Stückchen dieses Teil mitlaufen können. In diesem Sinne, euch jetzt erstmal alles Gute und ganz liebe Grüße, bis zum nächsten Mal.